Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und ich bin ein bisschen krank. Ich hoffe, man hat jetzt ein bisschen Nachsicht mit mir, weil ich höre mich ein bisschen an wie ein Esel und ja, ne? Aber ich würde sagen, das erste, was wir machen, ist jetzt gleich in den Creative Sim gehen, denn die Sarah haben wir noch nicht umgestylt beim letzten Mal. Okay, sie bekommt ja sogar bald schon ihr Kind, ne? Entbindungen, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist sehr, sehr gut. Währenddessen kann sie ja nochmal ein bisschen stricken, oder nicht? Die haben auf jeden Fall beide jetzt schon Level 4 in ihren Fähigkeiten. Das heißt, um die müssen wir uns dann fast gar nicht mehr kümmern. Halt nur noch die Hausaufgaben machen und so. Das ist sehr, sehr gut. Was, wie geht's denn bei euch? Okay, du bist schon ganz gut dabei. Dir fehlen nur noch 2 Fähigkeiten auf Level 3. Und du bist auch ziemlich gut dabei. Nice. Was man nicht alles tut, wenn man stricken will, wa? Hey, so kann man wenigstens ihr cooles Tattoo sehen. Okay, ich habe jetzt hier sowas für den Briefkasten fertig gemacht. Und ich würde es einfach mal aufhängen. Wie geht denn das? Warte mal. Hä? Kann ich das hier nicht einfach hier dann da dran machen? Wie komisch. Geht das nicht? Oder muss ich den extra aufstellen? Ach so. Ja, dann behalte ich den. Vielleicht kann ich den ja, wenn wir mal irgendwann nochmal umziehen oder so, benutzen. Weil so austauschen möchte ich den jetzt nicht unbedingt. Toll, das Kind wacht stinkend auf. Ja, sieht doch schon ganz gut aus hier. Und hier vorne denke ich auch. Ja, wenn die jetzt auch so schnell das hinkriegt mit Fantasie, dann fehlt ja da auch nur noch dieses eine Level denken und dann sind die ja auch schon durch. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Es gibt eine neue Abstimmung. Aber warum ist sie so krass müde und warum steigt das bei ihr nicht? Oder nur so wenig? Das ist sehr, sehr komisch. Normalerweise müsste das schneller steigen. Beziehungsweise sie ist ja schon viel früher schlafen gegangen. Wieso ist sie erst so wenig? Aber ich akzeptiere das anscheinend. Okay, wir nachbarschaftlichen Plan abstimmen, machen wir dann auf jeden Fall auch gleich. Denn, ja, das ist halt wichtig, ne? Nicht, dass wir irgendeinen Mist bekommen, wo wir die ganze Zeit Strafen bekommen, wo wir so denken, so, unser Wasser wird abgestellt und man denkt sich so, warum? Okay, die sind beide Zweierschüler geworden. Ihr seid auf einem echt guten Weg. Oh mein Gott, ihre Augen haben sich wieder geändert. Warum auch immer. Yikes, das ist sehr, sehr gruselig. Okay, jetzt aber ganz im Ernst. Das ist ein Bug, oder? Also, weil es ist 17 Uhr und sie ist immer noch nicht ausgeschlafen. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ich mache jetzt ihr Hygiene-Dingsi voll, damit sie endlich mal aufsteht. Weil das kann nicht sein. Und dann mache ich es wieder runter, weil um diese Uhrzeit ist sie nicht voller Hygiene, Energie. Also ganz im Ernst, das kann nur ein Bug sein. Also das ist nicht möglich. Oder sie ist auf einmal depressiv oder so, ich weiß es nicht. Spaßgemeinschaft klingt sehr, sehr gut. Videospiele spielen, Comedy und Unfug, das ist richtig gut. Nehmen wir, ja, hier. Damit das auch wirklich drankommt. Oh, die Wehen sind da. Let's go. Oh, shit, ich hätte die ganze Zeit im falschen Fenster aufgenommen. Wenn das hier alles ganz komisch aussah und nicht zusammengepasst hat, dann, ja, dann tut es mir richtig doll leid, weil das war definitiv nicht, was ich wollte. Aber ja, ich, also, das, das wollte ich wirklich nicht. Ist jetzt halt doof gelaufen, ne? Aha, aber, ja, ich muss auf jeden Fall vorher was reinschneiden, weil sonst, wenn jemand Neues reinguckt und der sich nur so, tschüss. Wenn man nicht mal das Bild hier richtig aufnehmen kann, das schaut schlecht, oder? Ein Mädchen, da können wir dann random irgendwas nehmen, was hier so kommt. Crystal ist ein cooler Name. Das ist noch ein Mädchen. Hillary, Kamari, Macy, Elsa. Oh. 2 Mädels. Na dann. Freitag, also müssen sie Sonntag gealtert werden. Alles klärschen. Erstmal aufschreiben, würde ich behaupten. Level 5 der Strickfähigkeit. Melody hat im Vertrauen in ihre Fähigkeiten, kann sie das ultimative Gestänk stricken. Pullover! Stricken beibringen ist jetzt verfügbar, sodass sie ihr Wissen anderes ins weitergeben kann. Oh, cool! Pullover, ich freue mich richtig. We love the Pullover. Die beiden sind gleich soweit. Und darauf freue ich mich schon sehr. Oh, yes! Wim ist fertig. Dann kann er ja schon mal pennen gehen, damit er jetzt erstmal nicht mehr nervt. Okay, sie ist auch ready. Dann kann sie auch schlafen gehen und wenn
Melody das nächste Mal wach ist, wecken wir die beiden und dann werden die älter. Beziehungsweise wecken sie dann einfach, weil ohne Witz, das kann nicht sein. Also das steigt ja fast gar nicht. Und so lange schlafen die normalerweise nicht. Das kann einfach nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist irgendein Bug. So, wir tun jetzt diesen Kuchen hier hin und dann wecken wir erstmal Wim. Und dann können wir das Kind schon mal altern. Und dann kommt das andere Girl auch noch. Und dann können wir die auch noch umstylen. So, und du bist fröhlich und sozial. Er hat grüne Haare und ein grünes Outfit. Ich glaube, er mag grün. Ich werde, glaube ich, sein komplettes Outfit immer grün machen. Würde ich behaupten, ist eine gute Idee. Und die Liliana soll natürlich auch Geburtstag haben. Denn die ist auch durch. So, und sie ist gemein und ebenfalls sozial. Sie hat einfach dieselbe Frisur bekommen. Interessant. Aber dann kann sie auch die gleiche Haarfarbe bekommen wie vorher, weil warum sollte sie die sich so geändert haben? Das Spiel hat mir eigentlich ganz gut in die Karten gespielt, ne? Also viel war ja schon grün. Und bei ihr weiß ich nicht genau, ob es jetzt genau ihre Haarfarbe war. Aber es geht auf jeden Fall eher in diese Richtung. Und dass es sich minimal verändert, ist ja okay. Also das ist ja auch normal, würde ich behaupten. Ich meine, ich war ja früher blond. Und jetzt finde ich nicht, dass das blond ist. I don't know. Jetzt funktioniert das mit dem Schlafen tatsächlich wieder. Zumindest fühlt sich der Balken viel schneller. Komisch. Aber solange es ein Bug ist, der jetzt wirklich nur einmal aufgetreten ist, ist alles okay. Ist ja was, wir kaufen jetzt einfach noch ein Schulprojekt für dieses andere Kind, was noch seine Fähigkeiten steigern muss, weil das ist ein bisschen... Es nervt ein bisschen, dass das halt immer so ein bisschen... Also, diese Dingens... Es geht mir darum, dass die halt durch diese Projekte schnell die Sachen lernen und ja besser in der Schule wären gleichzeitig. Deswegen machen wir das jetzt so. So, und während die Kinder hier jetzt ihre ganzen Fähigkeiten hochleveln und ihre Projekte abschließen, möchte ich den Part hier beenden. Ich denke, es ist ganz okay, was passiert. Ja, also ich meine, wir haben Kinder geboren, wir haben Kinder gealtert und umgestylt. Das ist eigentlich okay, oder? Was will man mehr? Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!